Morgen schon. Wunderbar. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, könnten wir tatsächlich loslegen mit dieser Online-Vernissage. Für mich ist es tatsächlich eine Premiere, meine erste Online-Vernissage. Ja, bei mir eigentlich auch, glaube ich. Na dann. Aber heutzutage ist alles möglich. Und irgendwie auch alles eine Premiere. Mhm. Ich freue mich aber sehr, dass wir das geschafft haben, dass tatsächlich Ihre Ausstellung Keine Nacht so dunkel im Tschechischen Zentrum in München zu sehen ist, dass Sie auch in München sind. Sie sind heute aus Prag angereist. Es freut mich sehr, hier zu sein. Wirklich sehr. Ja, also es hat eine Zeit lang so ausgeschaut, dass es nicht möglich sein wird. Und wir sind zwar nicht im Tschechischen Zentrum, wir sind in der Bibliothek des Adalbert-Stifter-Vereins, aber eben zusammen und führen diejenigen, die sich die Ausstellung in den nächsten Tagen bis Mitte Januar im Tschechischen Zentrum anschauen können, in das Thema ein. Und bevor wir das machen, würde ich aber gerne Sie vorstellen. Danke. David Wohn, gebürtige Großbrite, Engländer. Aus Großbritannien. Sie haben Germanistik und Romanistik in Oxford studiert und sind seit vielen, vielen Jahren aber in Prag ansässig. Seit 31 Jahren schon. Also es kann man vermuten, dass Sie, das heißt, Sie sind tatsächlich kurz nach der Wende nach Prag das gekommen. Das ist eigentlich mehr als die Hälfte meines bisherigen Lebens. Ja, man kann auch gleich verraten, dass Sie auch hervorragend Tschechisch sprechen. Also ich bin schon lange da. Und als Journalist, Autor und Redakteur tätig sind. Sie arbeiten oft mit dem tschechischen Rundfunk, auch mit der ausländischen Sendung, in den Sendungen Radio Prag. Und unterrichten auch an Universitäten in Tschechien Journalismus und Mediengeschichte. Ich habe gesagt, Sie sind auch ein Autor. Sie haben inzwischen auch ein paar Bücher veröffentlicht. Sind meistens historische Themen, die Sie interessieren. Mhm. Auch wenn ich das so richtig gesehen habe, gerade die Zeit zwischen den zwei Weltkriegen oder die Kriegszeit. Eben für diese Bücher, aber auch für einige Ihrer Radiosendungen haben Sie auch schon mehrere Preise bekommen. Ja, eigentlich schon. Ob das verdient ist, weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Aber dafür sind die Jury da, die diese Preise vergeben. Wenn ich das aber richtig sehe, ist eine Ausstellung eigentlich tatsächlich, also das ist die erste, die Sie überhaupt gemacht haben. Ja. Wie kam es eigentlich dazu? Das ist wirklich eine gute Frage, weil eigentlich hatte ich überhaupt nicht vor, eine Ausstellung zu machen. Aber ich habe diese Geschichte entdeckt oder für mich entdeckt. Also das ist die faszinierende Geschichte der Familie Wells. Alles hat angefangen mit diesem Buch. Das ist in 2011 von Triade auf Tschechisch ausgegeben worden. Und das Buch heißt Ubernatu und das sind eigentlich die Erinnerungen von einem gewissen Shimon Wells an sein Leben und an seine Familie, an das Dorf, wo er wohnte. Und der war aus Westböhmen, aus dem Dorf Osek in der Nähe von Rokycany und Pilsen. Und kurz vor seinem Tod in 1919 hat er seine Memoiren geschrieben. Und er war ein ganz gewöhnlicher Mensch mit einem kleinen Laden auf dem Dorfplatz in Osek. Aber da hat er ein Riesentalent. Der hat so schön über sein Leben geschrieben. Und dieses Buch habe ich zufällig gelesen und es hat mir sehr gefallen. Und dann da habe ich auch bemerkt, eigentlich hinten, da gibt es ein Nachwort. Und da habe ich ja ein bisschen etwas darüber gelesen, wie diese Geschichte überhaupt erhalten wurde. Und das kam mir schon interessant vor. Und da war auch der Name von einem englischen Bekannten von mir, Jerry Turner, der auch dabei geholfen hat. Das werden wir alles zuerst ein bisschen später erzählen. Aber
Und dann, Jerry hat mich angerufen, zwei Jahre später, und gesagt, ja, ich habe einen Freund, der heißt Colin Wells, und es war sein Urgroßvater, der dieses Buch geschrieben hat. Und er ist Engländer, der spricht kein Deutsch, der ist Tschechisch, und er ist in Prag, willst du ein Interview mit ihm machen? Mhm. Und ich habe mit ihm gesprochen, mit Colin, und er war unheimlich nett, und er war wirklich, er wollte so viel wie möglich über seine Familie, über seine Wurzeln herausfinden. Und er hat mir dann irgendwann erzählt, ja, das, also der Manuskript von diesem Buch habe ich zu Hause, aber das ist von Weitem nicht alles. Ich habe Kisten voll mit Sachen aus der Familiengeschichte. Und er spricht aber kein Tschechisch, kein Deutsch. Fast alles ist entweder auf Tschechisch oder auf Deutsch, natürlich. Und so hat es für mich angefangen. Er hat mich eingeladen und da habe ich angefangen, ihm mit diesem Familienarchiv Archiv zu helfen. Und ich habe danach eine Radiosendung, eigentlich eine Serie für den Tschechischen Rundfunk gemacht über die Familie. Aber das, was mich so faszinierte, war die Tatsache, dass alles so verschieden war, visuell war. Das waren so viele Briefe, Zeichnungen, Fotos, alles Mögliche, die erhalten wurden, also von seiner Familie. Und ich dachte, das ist, durch diese Sachen kann man wirklich die ganze Familiengeschichte erzählen. Und warum eine Ausstellung, um die Frage zu beantworten? Weil es wirklich so schön aussieht. Das sind Sachen, die erhalten blieben. Das werden wir alles noch sehen. Also Colins Großvater war Architekt, sein Onkel war sehr begabt, also noch als Kind, als Künstler. Und das hat sich angeboten. Da habe ich angefangen, diese ganze Ausstellung zusammenzutun und in Zusammenarbeit mit Postbellum, die wirklich, das war wirklich ein ganz toller Partner. Und da haben wir immer mehr Partner gefunden. Also auch das, ich bin auch dem Tschechischen Zentrum natürlich sehr dankbar und dem Adalbert Stifter Verein auch, muss ich sagen. Es freut mich wirklich unheimlich sehr, dass diese Ausstellung nicht nur in Tschechien gezeigt wird, sondern auch hier in Deutschland. Ja. Also ich glaube natürlich, die gehört auch hierher, weil diese Geschichte, das ist ja eine eigentlich lange Familiengeschichte, die bis in das Dank diesem Nachlass, aber eben auch dem Buch von dem Urgroßvater erhalten blieb, nachvollziehbar ist. Und es ist eine tief mitteleuropäische Geschichte, eine deutsch-jüdisch-böhmische, österreichische. Wirklich alles. Dann eigentlich, ein bisschen Polen dazu, auch England, genau. Es ist wirklich alles. Ja, und es ist auch für mich faszinierend, das nachzuvollziehen, weil es öffnen sich also Welten, muss ich sagen. Ja, auch für jemanden, der das heute betrachtet. Vielleicht können wir ein paar Fotos anschauen. Ja. Wenn das geht. Ich würde vielleicht noch mal kurz, bevor wir damit anfangen, noch eine Frage, weil die Ausstellung, es ist ja eine der Urgroßvater war ein Händler, der Großvater, also von dem Colin, war ein Architekt. Was der Tomasz gemacht hat, das weiß ich eigentlich nicht, sein Vater. Tomasz war Ingenieur. Ja, und das ist eben, also eben so eine eher so diverse Geschichte, unterschiedlich. Und jetzt heißt die Ausstellung aber Keine Nacht so dunkel. Ja. Ich habe irgendwie überlegt, also was für einen Bezug hat es eigentlich zu dieser Geschichte? Wie kam es eigentlich zu diesem, also doch relativ abstrakten Titel? Es ist ein Zitat aus dem Buch, aus den Memoiren von Simon Wells. Und das ist eigentlich, das heißt, keine Nacht ist so dunkel, dass der Tag nicht nachher kommt. Das heißt, es ist eher optimistisch als pessimistisch. Also dass nach jeder Nacht kommt der Tag. Es ist auch, da spürt man auch die Tragödie ein bisschen, weil eigentlich für einen Teil der Familie ist kein neuer Tag gekommen. Die wurden im Holocaust ermordet.
Aber ich wollte etwas von diesem Optimismus halten. Ich fand es auch schön. Es ist auch, der war auch so literarisch, auch so begabt. Und ich finde es auch schön, dass dieser Titel, der funktioniert in allen drei Sprachen. Neni no Tsitak Mawe, keine Nacht so dunkel, No Night so dark. Es klingt schön in allen drei Sprachen, was ich auch schön finde. Das ist richtig, ja. Dann würde ich sagen, tatsächlich können uns auch ein paar Bilder anschauen oder Fotografien, also ein Anstieg in die Ausstellung, in die ganze Geschichte. Und ja, ich war das ist etwas, also was man, glaube ich, vielleicht nicht gleich eben mit Deutsch, Jüdisch, Böhmisch, Architektur. Also das ist der Bahnhof Bubny in Prag. Ich wohne direkt gegenüber in der Bubenská-Straße. Und das hat mich vielleicht auch ein bisschen dazu geführt, dass es mich immer mehr interessiert hat. Das ist der Bahnhof, von über den 45.000 Juden während des Zweiten Weltkriegs nach Theresienstadt geschickt wurden. Die meisten sind nie wieder nach Hause gekommen. Und die meisten, die sind auch vergessen worden. Und dieser Bahnhof soll, dieses Bahnhofsgelände soll jetzt bebaut werden. Und es ist ein sehr interessanter Augenblick. Diese Frage, da ist die Vergangenheit sehr wichtig. Dass man darf nicht vergessen, was da passiert ist. Aber da ist auch die Zukunft. Da wird was gebaut. Und ich finde es interessant, diese Frage, diese Spannung zwischen Vergangenheit und Zukunft. Und man fängt schon an, darüber zu überlegen. Vor dem Bahnhofs, vor dem Hauptbahnhofsgebäude steht schon eine Art Denkmal. Das ist das Tor ins, wie würde man das auch sagen? Ich glaube, das Tor zur niemals Wiederkehr ist die Übersetzung auf Deutsch. Also Brana do Nenavratna. Und das symbolisiert das Schicksal der vielen Menschen, die durch diesen Bahnhof in den Tod geschickt wurden. Und die meisten sind vergessen worden, aber die Wels-Familie, das ist Ida Wels und da sind die beiden Kinder, Thomas links und Martin, der jüngere Sohn unten. Und das ist Rudolf, das war der Mann von Ida, der Vater von den beiden, der war Architekt, ein sehr erfolgreicher Architekt. Die wären auch völlig vergessen worden, wie so viele eigentlich, das wollten die Nazis machen, die wollten, dass man vergisst. Aber eigentlich durch diesen Archiv, diesen Nachlass, kann man die Fragmente wieder zusammentun. Das ist auch unheimlich wichtig für diejenigen Mitglieder der Familie, die überlebt haben oder ihre Nachfahren, die Nachkommenden, weil sie sonst diese Verbindung völlig verlieren würden. Und es ist auch wichtig für uns, also in Mitteleuropa, weil die Nazis versucht haben, diese Spur auszulöschen. Und das darf nicht sein. Man darf nicht ein solches Verbrechen vergessen. Und man hat die Möglichkeit, diese Fragmente zusammenzubringen und zu versuchen, mindestens etwas zu erhalten von diesem Nachlass. Und ich glaube, das ist wichtig auch für die Zukunft und für die künftige Identität von so Mitteleuropa und uns auch sogar konkret für dieses Gelände da, wo jetzt etwas Neues gebaut wird. Und das muss irgendwie da sein. Und ja, das ist Thomas oder Tomasz oder Tom. Das ist der Vater von Colin, der Sohn von dem Architekten. Das ist der ältere Junge in dem Foto, das ich gerade gezeigt habe. Ihm ist es gelungen zu fliehen, nach England zu fliehen. Deshalb gibt es überhaupt diesen Familienarchiv. Er ist in 1939 über Polen nach England geflohen. Und
die Familie, seine Eltern, kurz bevor sie nach Theresienstadt deportiert wurden, die haben wirklich daran gedacht. Vielleicht, ich glaube, sie haben wirklich vielleicht geahnt, dass sie nicht zurückkommen. Und die haben alle ihre wichtigsten Sachen, Papiere, alles, was sich jetzt bei Colin in Kisten befindet, bei Freunden gelassen. Und das war diese Familie hier, das ist die Familie Stifter. Der Josef Stifter war Prediger bei einer protestantischen tschechischen Kirche. Und hier, und die waren sehr, sehr eng befreundet. Und diese Familie, die haben auch während des Protektorats, während des Kriegs, haben sie die Wels-Familie sehr oft zu sich eingeladen. Und das war auch gefährlich für beide Seiten, weil die Juden waren. Und da sieht man auf diesem Foto, das ist Martin ganz links, der Junge. Mhm. Und das ist seine Mutter hinten links und sein Vater rechts. Und ganz weit oben hier sieht man auch einen Kalender. Und den hat Martin gemacht und gezeichnet, das sieht man. Den gibt es auch immer noch bei den Stifters und ihren Nachfahren. Und Tom hat überlebt. Nach dem Krieg ist er zurückgekommen nach Prag. Und der hat sofort herausgefunden, dass niemand aus seiner Familie überlebt hat. Und der hat die Stifters besucht und die haben ihm die Sachen gegeben. Und er ist dann zurück nach England gefahren. Und wie so oft bei Familien oder bei Leuten, die alle verloren haben, hat er nie mit seiner englischen Familie darüber gesprochen. Er hat dann drei Kinder gehabt, eine englische Frau. Und er hat nie über die Vergangenheit gesprochen. Und erst nachdem er einen Schlaganfall bekommen hat, hat sein Sohn Colin angefangen zu versuchen, irgendwie diese ganzen Fragmente irgendwie zu verstehen und zusammenzubringen. Auch mit Hilfe von seinem guten Freund Jerry, der Engländer war, aber tschechisch sprach, der sofort erkannt hat, dass dieses Buch Ubernato wirklich was Besonderes ist. So, das sind die ersten von den Fotos. Wusste die Familie von Thomas Wels, dass sie jüdisch sind oder auch nicht so wirklich? Die haben es gewusst, weil sie immer gewusst haben, was dem Großvater passiert ist und dass die meisten Mitglieder der Familie im Holocaust ums Leben gekommen sind. Die waren schon seit eigentlich zwei Generationen nicht sehr fromm. Also es ist immer so, wie sehr oft bei jüdischen Familien in Böhmen, die wurden immer mehr so assimiliert, so hat diese Säkularisierung. Und Tom hat sich in England hat sich nie, der war eigentlich sehr gegen jede Religion und er war wahrscheinlich wegen seiner Erfahrungen oder der Erfahrungen seiner Familie war sehr skeptisch der Religion gegenüber. Die haben das gewusst, dass die Juden waren und das für die Familie ist das was sie wieder entdecken eigentlich. Ich habe das erste Mal tatsächlich über den Namen Wels gehört, als ich diese Erinnerungen, Aufzeichnungen von dem Urgroßvater von Schimmel gelesen hatte. Die sind bereits im Samizdat erschienen, Ende der 80er Jahre, dann dann offiziell nach der Wende 92. Ich habe natürlich die 92er Ausgabe gekannt. Und dann wieder eben in Triada 2011 nochmal übersehen. Und ich habe mich schon auch immer gefragt, also wie es eben dazu kam, dass
diese Shimon Peres, also eben wie gesagt ein Händler, also eigentlich ein einfacher Mann, würde man sagen, wieso er das geschrieben hatte und auch wie es sich erhalten hatte. Ja, und vielleicht können wir, das wäre wie eine zweite, weil diese ganze Ausstellung, das sind so viele Geschichten, aber die fangen tatsächlich mit dem Shimon Peres an, meiner Sicht, weil er hat der Familie, glaube ich, auch etwas gegeben, was sie dann auch nachhaltig geprägt hat. Es fängt sogar mit seinem Vater und seiner Mutter an. Die waren richtig fromme Juden, und die waren aber gleichzeitig, weil das eine das andere nicht ausschließt, die waren auch gleichzeitig sehr offen. Und zum Beispiel seine Mutter, die Mutter von Shimon, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, sie hat richtig gekämpft, um ihren geliebten Bernhard heiraten zu dürfen, weil Juden nicht nur so heiraten dürften in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Habsburger Monarchie. Es gab Begrenzungen. Die mussten einen Stempel bekommen. Mhm. Das war schwer. Und die hat schon Shimons Mutter war so wirklich eine richtige Kämpferin. Und das merkt man auch bei ihm. Die waren, also ich würde sagen, die hatten vielleicht nicht so viele Möglichkeiten, wenn es um die Erziehung und um die Schule ging, aber das waren keine einfachen Leute. Hier sieht man auf dem Bild, hier sieht man Ubernato, ein Manuskript. Das ist eigentlich, es ist interessant, es ist nicht der, wie es Shimon geschrieben hat, sondern am Anfang des Zweiten Weltkriegs, als sein Sohn Rudolf nicht mehr arbeiten durfte. Der hatte an sehr schwere Depressionen gelitten, und seine Frau Eda hat gesagt, sitz nicht nur da, sondern mach etwas Praktisches. Und er hat gesagt, ja, hier sind die ganzen Erinnerungen deines Vaters, mach etwas aus ihnen. Da hat es tatsächlich alles ganz schön hingeschrieben. Und der Sohn Martin, der künstlerisch sehr begabt war, hat auch den Umschlag entworfen. Mhm. So deshalb gibt es überhaupt dieses Buch noch. Und da sieht man, das ist Shimon Peres, Erinnerungen aus den Jahren 1803 bis 1897. Mhm. So sieht es aus. Das ist also wieder diese Handschrift von seinem Sohn, von Rudolf, von dem Architekten. Das merkt man auch, das ist ja genau. Und es ist so schön geschrieben. Das ist, was gerade hier auf Tschechisch steht. Ich habe jetzt die tschechische Übersetzung, deutsche Übersetzung von Silke Klein. Wie ich mit diesen Berichten begann, auf Wunsch meiner Kinder Rudolf, Aninka und Otto, habe ich mich eines ruhigen Abends hingesetzt und die Erinnerungen aus meinem Leben, dem Leben meiner Eltern durchforstet. Ich schrieb Attacken und so weiter und so weiter. Und dann ganz schön da in unten, ich blättere in diesen Erinnerungen, so wie du mit einem Skireisen durch ein fast erloschenes Feuer im Ofen gehst. Und ich sehe, wie reich und bunt das Leben selbst des unscheinbarsten und bescheidensten Menschen ist. Es ist so schön geschrieben. Ja. Und das sind fast 300 Seiten. Ja. Leider ist das ganze Buch nie auf Deutsch übersetzt worden. Vielleicht also zu der Sprache eine Frage, weil die Juden in Böhmen waren oft deutschsprachig. War es bei der Familie Peres nicht so? Es hing wirklich davon ab, wo sie wohnten. Die waren aus Osek in der Nähe von Rokycany, und da sprach man Tschechisch. Mhm. Und die jüdischen Gemeinden waren also klein in diesen Dörfern, und die haben zusammen mit den anderen Dorfleuten gelebt, und selbstverständlich haben sie auch Tschechisch gesprochen. Und das war die Hauptsprache. Also das für Shimon war, er war Tscheche. Der hat sich als für den Tschechen gehalten. Aber die Sprachen sind natürlich auch also Hebräisch, mindestens nicht aktiv im Alltag, sondern Hebräisch, also von der Synagoge. Und Deutsch auch. Mhm. Also die meisten jüdischen Familien, auch in den tschechischsprachigen Gebieten, die sprachen auch Deutsch. Aber
Šimon war Tscheche, der war ganz stolz darauf. Und der hat sich sehr, das ist auch interessant, der ist um 3 Jahre später als Masaryk, als Tomáš Garrigue Masaryk geboren und hat sich sehr mit Masaryk identifiziert. Und mit den Idealen auch von Masaryk, mit dem Humanismus, mit der Hoffnung, dass ein gerechterer Staat entsteht und die Demokratie. Und da hat auch die Zeitschrift Chas gelesen, die mit Masaryk verbunden war. Also es ist wirklich interessant. Hier sieht man das Dorf, das da ganz rechts sieht man den Laden, den kleinen Laden. So sieht es heute aus. Das Haus steht immer noch da ganz rechts. Hat sich nicht so sehr verändert. Das ist die Synagoge, die jetzt ein Haus ist. Der schreibt so schön eigentlich auch über das jüdische Leben in dem Dorf, also in Buch Über Natu. Und hier sieht man, ist noch ein Zitat, meine Eltern waren sehr fromm und mein Vater kannte sich hervorragend in den Büchern des Alten Testaments aus. Er konnte viele Stunden lang mit meiner Mutter und mir über die Heilige Schrift nachsinnen. Und weil er gern auch mit Christen nachsang und nachdachte, kannte er sich auch im Neuen Testament aus. Oft erzählten ihm Freunde, was der Herr Pfarrer in der Kirche gepredigt hat. Und wenn ihm in dieser Predigt etwas fehlerhaft vorkam oder wenn er dachte, der Pfarrer habe sich geirrt, nahm er das Neue Testament her und überzeugte sich. Das ist so ganz wirklich lieb und faszinierend. Und das war schon Šimons Vater. Also sieht man diese Neugierde in der Familie, diese Offenheit, ja. Einfach Offenheit. Das ist diese Geschichte von Šimons Mutter, das ist auch ein Zitat aus dem Buch, die Urkunden, das ist die Benehmigung, dass man heiraten darf, erteilte die Obrigkeit und für die obrigkeitlichen Beamten war das ein einträgliches Geschäft. Mhm. Da musste man was zahlen. Da ist das ist der Beweis, dass es tatsächlich nicht im Buch nicht erfunden ist. Das ist im sogenannten Familiantenbuch, Josefina Levi. Das ist die Mutter von ihm. Und das ist der Junge, der Sohn von Šimon, der später Architekt wurde. Das ist Rudolf. Und das ist auch ein ganz schönes Zitat aus dem Buch. Šimon hat Rudolf ins katholische Gymnasium geschickt, was auch ungewöhnlich war für eine jüdische Familie und auch schwer. Aber es hat ihm überhaupt nicht gefallen. Hier schreibt man, sie zogen keine Menschen heran, die frei an Geist und Körper waren, sondern Menschen mit einem gebeugten oder gar keinem Rückgrat. Den Schülern, den Ärmsten, die da litten, saß noch lange dieser Schrecken vor der nichtigen Schularbeit im Herzen. Und was wurde aus den meisten dieser Elite der Intelligenz? Kriecher nach oben, Tyrannen nach unten, wie in der militärischen Hierarchie. Gute Manieren und Respekt vor dem Obersten. Ich habe mich sehr geärgert, bis mich Rudolf sehr erfreute, dass ich es ernster nehme als er selbst. Und dann hat er Rudolf industrielle Schule. Also Promissorwa-Schule, weiß nicht. Also ja. Geschickt. Also das war so die richtige Realschule. Das war die richtige Entscheidung, weil Rudolf wirklich, der ist später zum Architekt geworden. Das hat, glaube ich, seit ihm viel mehr geholfen als eine solche Erziehung. So, können wir vielleicht weiter? Ja. Genau, also weiter, das heißt weiter mit Rudolf. Also Šimon Peres ist relativ früh verstorben. Er ist eigentlich kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs gestorben. Er ist in 1922 gestorben, aber der hat noch lang genug gelebt, um die ersten Erfolge seines Sohns mitzuerleben. Rudolf ist es gelungen, also
von der, erst, also ganz am Anfang, in der Jahrhundertwende, ist Rudolf nach Prag gegangen und da hat er für einen Bauunternehmer gearbeitet, ein ziemlich bekannter, der sehr viel gebaut hat in Prag. Und da hat er so ein bisschen das gelernt. Hm. Und dann, da kann ich vielleicht noch ein paar Bilder zeigen, aber dann ist er von der Akademie in Wien angenommen. Das ist das müssen wir zurück zum Anfang. Ich höre mich. Ja, Entschuldigung. Sie dürfen erzählen. Ich werde erzählen, Entschuldigung. Der wurde angenommen. Das ist die Bestätigung, dass er sein Studium an der Akademie fertig hat. Das ist aus 1912. Der wurde angenommen eigentlich fast genau zur gleichen Zeit an der Akademie in Wien, wie Adolf Hitler abgelehnt wurde. Das ist auch eine Ironie. Ja. Das ist alles in diesen Kisten bei Colin. Der hat wahnsinnig viele Briefe geschrieben, die wirklich schön sind. Und wie man hier sieht, er studiert in Wien, das heißt in Deutsch, ja, und schreibt die Briefe nach Hause auf Tschechisch. Er schreibt die Briefe. Komischerweise, die ersten Briefe, die er aus Prag den Eltern geschickt hat, die waren auf Deutsch. Aha. Und ich glaube, es lag daran, dass er sein Deutsch verbessern wollte, weil er dachte, ja, jetzt bin ich in der Großstadt und mit Deutsch komme ich weiter. Mhm. Und ironischerweise, wie er in Wien war, da schreibt er auf Tschechisch, ta akademie mne také hodně sklamala. Ich bin ganz enttäuscht von der Akademie. Der schreibt wirklich sehr offen und mit sehr viel Humor manchmal. Das ist auch hier links ist auch eine lustige Geschichte, die wir haben keine Zeit, um das zu erzählen, aber das ist wirklich, es ist auch alles in der Ausstellung. Und diese Briefe, das ist so ein Glück, dass wir die haben, nicht? Weil die so viel erzählen über seinen Alltag. Und auch, der hat auch, ab und zu tauchen auch solche, also Namen von zum Beispiel Kokoschka und solchen Menschen, die er ab und zu getroffen hat. Das sind wirklich, oder Karl Kraus, wirklich. Das war eine ganze Wien vor dem Ersten Weltkrieg. Ja. Genau. Und das ist ein Studentenentwurf von ihm. Das ist eine Kinderheimanlage, nie realisiert. Und dann, noch während des Studiums eigentlich, hat er angefangen mit Adolf Loos zusammenzuarbeiten. Und Adolf Loos hatte so eine nicht so ganz offizielle oder halboffizielle Architekturschule in Konkurrenz eigentlich mit der konservativen Akademie. Nicht nur, dass Rudolf bei ihm studiert hat, sondern er hat auch bei ihm direkt im Büro gearbeitet. Mhm. Und ich glaube, das war genau der Art, Rudolf war genau der Richtige für Loos, weil Loos, der wollte immer mit Menschen arbeiten, die praktische Erfahrungen haben. Mhm. Da hat er mir gesagt, so ein Maurer, der Latein kann. Und das war genau der Fall von Rudolf, weil er sehr, sehr praktisch war. Der hatte diese Erfahrungen als Bauleiter in Prag. Und das ist der Brief, das ist die Bestätigung, dass Rudolf Wels bei Adolf Loos arbeitet. 2 Jahre bis zum Jahr 1914. Der hat auch wunderschön gezeichnet, Rudolf. Das wurde nie realisiert. Das ist ein Entwurf von Loos, aber die Zeichnung ist von Rudolf. Wie sagt man das auf Deutsch? Ein Laden nehmen. Ein Warenhaus, Kaufhaus. Warenhaus und Kaufhaus, genau. Ein Kaufhaus in Alexandrien. Wunderschön. Und im Ersten Weltkrieg hat Rudolf, der musste also kämpfen. Und er wurde 1915 irgendwo in Galizien wurde verletzt. Und der wurde dann ins Lazarett nach Cheb, nach Eger, in Egerland geschickt, in Böhmen. Das war eigentlich nicht weit weg von dem Ort, wo er eigentlich groß geworden war. Und da hat er eine ganz nette, liebe
junge Krankenschwester kennengelernt, die da als so Freiwillige arbeitete. Die war auch Judin, auch eigentlich aus einer ganz guten Familie. Die war eine sehr erfolgreiche Familie in Eger. Und sie haben sich verliebt und dann geheiratet. Und das ist ihre Familie. Die waren Juden, aber da sieht man sie in Egerländer-Tracht, was auch ganz lustig ist. Ja. Die waren auch sehr assimiliert, die Familie. Und das sind Rudolf mit Ida in Wien im 1917. Die sind nach Wien gezogen. Das heißt, er musste nicht wieder einrücken. Nee, es gibt auch Briefe, er war so erleichtert, dass er genug verletzt war, um nicht wieder kämpfen zu müssen, aber nicht so verletzt, dass es irgendwie Folgen hätte. Und deshalb, und er hat auch noch während des Kriegs, hat er ein ganz interessantes Projekt gemacht für dieses Projekt wurde initiiert von Fitzi Marshall, eine ganz interessante Frau aus Wien zu der Zeit. Die war die erste Feldärztin überhaupt. Und als sie zurück nach Wien gekommen ist, da hat sie versucht, sie wollte eine Gartenstadt für Kinder realisieren. Mhm. Und der hat die Architektin dafür gemacht. Da sieht man zum Beispiel, das ist die Synagoge. Das gibt eine Synagoge und eine katholische Kirche. Das ist ein Projekt, was gebaut wurde. Nee, leider nie. Das ist 1917. Also da hatte Österreich andere Sorgen. wurde nie realisiert. Und dann nach dem Krieg ist er zurück in die neue Tschechoslowakei gezogen. Wieder nach Westböhmen. Und da hat ganz viel, und auch natürlich auch mit Eda, mit seiner Frau, da haben sie ganz viel gebaut. In Falkenau, Sokolov, Falkenhof und in Karlsbad. Das ist zum Beispiel die deutsche Schule in Falkenau. Da hat auch die tschechische Schule entworfen, was auch interessant ist. Und es ist ein ganz interessantes Gebäude, wirklich architektonisch sehr interessant. Das ist eine von seinen frühesten realisierten Projekten. Hier sieht man, da hat auch Arbeiterkolonien entworfen. Und das sieht man, das wurde realisiert. Auch sehr progressiv, sehr modern. Er hat seinen Idealismus nicht verloren. Und er hat auch für Moser sogar diese wunderschönen Motive entworfen. Also das war Animor heißt die Serie. Wo haben Sie die gefunden? Die haben sich auch in den Kisten erhalten? Eine Vase hat Colin bei sich. Ja. Aber sonst, die sind alle in dem Museum, in dem Museum in Karlsbad. Mhm. Und die werden jetzt wieder hergestellt. Ja. Sind teuer, aber wunderschön. Und was ist die Familie? Die hatten inzwischen zwei Kinder, Thomas und Martin, die Wunden in Karlsbad, da sieht man schon, glückliche Familie, erfolgreiche Familie, der baut immer mehr. Das ist im Urlaub auf Rügen in Binz, 1930 so ungefähr. Da sind die beiden Jungs. Und das ist ein ganz bekanntes Gebäude von ihm. Das ist das Bergarbeiterheim in Falkenau, in Sokolov. Und es ist neulich sehr, sehr schön renoviert worden. Und es ist sehr beeinflusst von Adolf Loos mit dem Prinzip von dem Raumplan und so. Ein interessantes Gebäude. Mhm. Und da sieht man Marx und Masaryk. das ist auch interessant. Aber das hat er wahrscheinlich sich nicht ausgedacht, oder? Aber das ist das gehört zu der Zeit irgendwie. Es ist ganz interessant, dass man sieht es nicht so oft. Also Marx und Masaryk sind nebeneinander, aber da sind die beiden. Und das sind auch weitere Entwürfe. Das ist das Gasbad in Karlsbad. Leider wurde das Gebäude vor 15 Jahren abgerissen, aber es war in sehr schlechtem Zustand. Auch sehr von Adolf Loos
und vielleicht auch Otto Wagner beeinflusst. Das ist das jüdische, Altesheim in Karlsbad. Mhm. Das steht immer noch. Leider sind die Fenster neulich ersetzt worden mit so Kunststofffenster, die nicht so schön sind, aber es ist immer noch gut erhalten. Und das ist ein sehr, sehr modernes Gebäude, mhm. was um 1930 entworfen hat. Das ist die Bezirkskrankenversicherung für Karlsbad. Und das ist Thomas als 10-Jähriger vor dem Eingang. Und hier ist ein Artikel aus der Karlsbader Zeitung, das neue Haus der Bezirkskrankenversicherungsanstalten Karlsbad. Und da schreibt Thomas oben, ich schicke dir diesen Ausschnitt, damit du unseren Stolz mit dem Vater teilst, Thomas. Das ist auch ganz nett. Und so endet eigentlich die Phase also in Karlsbad. Hm. Und dann ist die Familie nach Prag gezogen. War das beruflich bedingt oder weiß man das? Es ist schwer zu sagen. Es war im 1933. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass es im selben Jahr war, als Hitler zur Macht gekommen ist in Deutschland. Weil es wurde in den deutschsprachigen Gebieten der Tschechoslowakei immer schwieriger für diejenigen, für Juden und für diejenigen, die nicht mitliefen. Und da diese Spannung war sehr hoch, also in dem Sudetenland. Aber ich glaube auch, es war auch vielleicht ein logischer Schritt für ihn. Er wurde immer erfolgreicher als Architekt. Und es war vielleicht logisch für ihn, auch nach Prag zu ziehen mit der Familie. Und er hat auch eine Partnerschaft mit einem anderen Architekten, der Guido Lagus hieß. Und der bewegte sich auch so zwischen den deutschsprachigen und tschechischen Welten. Und er war auch aus einer sehr ähnlichen Familie, so ursprünglich jüdisch oder teilweise ursprünglich jüdisch, aber sehr säkulär. Und die haben dann zusammen in Prag sehr viel gemacht. Vielleicht könnte ich noch Bilder zeigen, oder? Ja, oder wir können auch. Ja, also oder wir können vielleicht ganz schnell durch die Philipp-Bilder einige von den Fotos gehen. Das oder? Können wir auch machen. Das aber ich mache es sehr schnell. Die, weil das führt uns eigentlich zu den. Aus der Pragezeit jetzt haben wir. Es ist drei. Verloren. Vier eigentlich. Vier. Ja. Ah, es ist nicht da. Ja, aber wir finden das. Wir finden das. Vielleicht könnte ich noch inzwischen, wenn wir suchen. Wir müssen das hier. Ein Augenblick, das ist tatsächlich jetzt, Schreib, wir müssen kurz die Präsentation suchen und ich werde jetzt vielleicht sagen, Sie könnten uns dann erzählen, eben die Kinder waren jetzt schon groß. Weiß man, welche Schulen sie oder ob sich die Familie angeschossen hatte, in das jüdische Leben in Prag oder eben, also blieb es bei diesem säkularisierten, assimilierten und also dezidiert, der Großvater hat Rudolf auf eine katholische Schule geschickt. Ja. Wie hat das Rudolf gehandhabt oder seine Frau also mit den Kindern? Also der Thomas ging in eine deutschsprachige Schule damals, was sehr häufig war in Prag bei jüdischen Familien. Ich weiß ja, also wenn es um die Grundschule geht, weiß ich nicht Bescheid, wie es mit Martin aussah, aber dann hat er angefangen, ins französische Gymnasium zu gehen. Das war auch sehr, das gab auch bei gutbürgerlichen Familien in Prag war es öfter so. Das französische Gymnasium war sehr beliebt und auch auf einem sehr hohen Niveau. Und die Erziehung, also das mit dem, die waren also mit dem in,
dem Judentum hatten sie eigentlich wenig zu tun, aber die haben sich auf keinen Fall, sie haben sich überhaupt nicht geschämt oder das versucht, das zu irgendwie zu machen, als wären sie keine Juden, das auf keinen Fall. Und ich weiß, dass zum Beispiel, dass Rudolf sich sehr für den besonders in den 20er Jahren, also sich sehr für den Zionismus interessiert hat. Und es war auch zum Beispiel 1923 hat ein zionistischer Kongress auch stattgefunden in Karlsbad. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Die Familie war eher also sehr modern und sehr säkular. Und es ist auch vielleicht interessant, ich habe über diese Familie, diese protestantische Familie, die Stifter erzählt. Und während des Protektorats sind Rudolf und Ida, sie sind in diese Kirche eingestiegen. Vielleicht war es teilweise aus mit der Hoffnung, dass es helfen könnte, dass es sie vielleicht schützen könnte zur Zeit der Besatzung. Aber ich glaube auch, die waren sehr, wenn es um die um das Glauben geht, überhaupt die Familie war sehr offen, sehr so, wie würde ich sagen, ökumenisch irgendwie, sehr, das merkt man schon bei den vorigen Generationen der Familie, dass wie Shimon sich für das Christentum interessiert hat. Ich glaube, auch wenn sie in diese Kirche eingestiegen haben, ich glaube überhaupt nicht, dass es heißt, dass sie das Judentum abgelehnt haben. Mhm. Auf keinen Fall. Es ist einfach, die wohnten in einem reichen, komplizierten Welt, also ihre geistliche Welt, meine ich. Und ja, haben Sie es inzwischen gefunden? Ich habe es inzwischen gefunden. Das ist wunderbar. Dann können wir vielleicht, das ist ein Foto von seinem Partner Guido Lagus, aber über ihn, es ist auch ein ganz interessanter Mensch, aber da können nächste wir ihn Ausstellung können wir oder sehr, nächstes Buch. Ja, und der hat auch, ja, stimmt, ich mache jetzt gerade über ihn eine Rundfunksendung. Ah ja, okay. Und das ist auch mit ihm verbunden. Das erste Gebäude, das die beiden Architekten oder eins der ersten gemacht haben, das ist auf dem Wenzelsplatz in Prag. Das ist so eine Passage, das ist ganz bekannt, weil sich da in den 60er Jahren das Theater Semaphore befand. Ist einfach sehr modern, eigentlich sehr schön. Hier sind einige andere Sachen, die sie entworfen haben in Prag. Das ist das Haus in Dobrovského Straße, wo die Familie Wels wohnte. Die hatten die Wohnung ganz oben mit der Terrasse und die wohnten da ab dem Jahr 1935. Das war auf dem Sommerberg, Blättnach. Ganz schönes, einfaches, modernes Haus, sehr bequem. Das es auch heute noch gibt. Das steht noch heute, es ist kaum verändert. Da sind die auf der Terrasse. Das ist Martin, Ida und Thomas. Das ist schon im Jahr 38, da ist Thomas schon erwachsen eigentlich. Und das ist ein anderes Haus in der Nähe, eigentlich um die Ecke, auch auf dem Sommerberg. Auch sehr schön. Diese Details, ja. Die sind wirklich schön. Mit einer Keramikfassade gibt es auch noch. Und das ist ein wunderbares Haus in Žižkov, also in der Nähe von Vinohrady in Prag. Das ist ein Foto aus der Zeit. Sieht immer noch genauso aus, sehr schön renoviert, muss man sagen. Und man sieht, der Baum ist inzwischen sehr viel gewachsen. Und es ist ein wunderschönes Haus, mit diesen Bandfenstern und den Details und Keramikfassade. Da sieht man auch den Eingang. Das ist sehr typisch für Adolf Loos eigentlich. Da sieht man den Einfluss von Adolf Loos auf dort. Sehr schön. Das sind Interieur. Die haben auch zusammen an Filmen zusammengearbeitet. Das ist aus dem Film Hey Rupp, als Architekten. Das ist mit Jan Lerich und Lagus und Wels. Die haben zusammen die ganze Herstellung der Kulissen, der Architektur gemacht.
Das ist noch 38, aber ganz schnell. Jetzt sind wir bei Santa Familia. Da können wir vielleicht. Ja, wir kommen immer wieder dazu. Das ist also wie was für eine unglaublich breite, reiche und vielschichtige Geschichte sich letztlich in diesen Kisten versteckt hatte. Und eins davon ist es, also so zum, ich weiß nicht, ob es ein Nebenprojekt ist für Sie oder war oder einfach eins von dem, was man da aus dieser Kiste auch rauszieht und einfach ans Tageslicht bricht. Das ist nämlich, dass dieses Buch erschienen letztes Jahr bei dem tschechischen Verlag Triada, und dieses Mal, weil das ursprüngliche Buch deutsch und tschechisch ist, und hier, Sie haben das auch noch ins Englische übersetzt, also es ist eigentlich ein dreisprachiges Buch, heißt Sancta Familia. Jetzt sind wir auch in der vorweihnachtlichen Zeit, also es passt jetzt eigentlich zu uns. Das ist auch interessant, es war eine jüdische Familie, aber die haben natürlich auch Weihnachten gefeiert, so wie die meisten jüdischen Familien in Prag zu der Zeit. Was ist das für ein Buch? Es ist so schön. Es ist, wollte auch sagen, das war kein Nebenprojekt. Das war fast das Wichtigste für mich, oder vielleicht sogar das Wichtigste für mich, weil das ist wirklich echt. Das ist etwas, was entstanden ist aus der Familie. Und es war sehr schön, daran teilnehmen zu können, das auszugeben. Mhm. Das sind Szenen aus dem Alltag der Familie. Und das haben die beiden Brüder, der 13-jährige Martin und der 18-jährige Thomas, da haben sie einfach Szenen aus ihrem Alltag als so Theaterstück geschrieben. Und Martin hat das ganze Buch illustriert, da sieht man die Bilder wunderschön. Mhm. Und hier kann man auch noch lesen, was sie machen wollten. Alle Sätze in diesem Buch sind schon einmal ausgesprochen worden. Das war aber auch der Zweck, nämlich die geflügelten Worte, die Redensarten und die Lebensweise jedes Einzelnen für alle Zeiten festzuhalten. Es ist sehr authentisch. Da sind Dialoge wirklich aus ihren Alltag und in dieser wunderschönen Mischung von Deutsch und Tschechisch. Da taucht auch ab und zu Englisch und Französisch auf. Und da sieht man die Bilder. Ja, die sind so schön. Das ist der Wenzelsplatz, ist der Wilson-Bahnhof, Stranitze, Schlittschuhlaufen. Wunderschön, wunderschön. Und dann ganz am Ende, da schreibt Martin auf Französisch, dass er optimistisch ist für die Zukunft. Das ist schon nach dem Münchner Abkommen. Und die Familie wusste, dass die Zukunft nicht gut aussieht. Und die wollten schon auswandern. Und da schreibt er, wir werden wahrscheinlich anderswohin ziehen müssen. Aber unser Leben wird weitergehen, so wie wir es jetzt gezeigt haben. Natürlich war es anders. Und ja, hier können wir so ein paar, das, hoffentlich wird das Audio funktionieren. Wir können, das ist, das sind Dialoge aus, Dialogen aus dem Buch, eigentlich so inszeniert von Mitglieder in der deutschen Redaktion vom Tschechischen Rundfunk, dank Marketa Kachlíková, die eine wunderschöne Sendung gemacht hat über das Buch, wo sie auch diese Szenen inszeniert hat. Und ich habe ein paar von diesen Szenen zusammengeklebt und mit Bildern, da können wir auch noch mit Bildern schauen. Genau, und zum einen hat sie dafür jetzt aktuell auch den Deutsch-Tschechischen Journalistenpreis bekommen, und ich glaube, man kann sich die ganze Sendung immer noch auf der Webseite des Radio Prag anhören. Wunderschön gemacht. Ja, das kann ich nur bestätigen. Ja. Aber wir hören es jetzt, leider gehen nur die Ausschnitte jetzt, aber die auf jeden Fall. Thank you.
Hier ist die große Überraschung, könnten wir schreiben, wenn es noch eine Überraschung wäre. Leider aber weiß es bereits die ganze Familie. Die Idee war es, auf die wir so stolz waren. Jetzt ist sie verraten. Uns bleibt nur noch die Hoffnung, dass euch das Buch in Aufbau und Illustration gefallen wird. Alle Sätze in diesem Buch sind schon einmal ausgesprochen worden. Das war aber auch die Absicht, nämlich die geflügelten Worte, die Redensarten und die Lebensweise jedes Einzelnen für alle Zeiten festzuhalten. Wir hoffen, dass uns das wenigstens teilweise gelungen ist. Alle typischen Äußerungen der Familie festzuhalten war ganz unmöglich, da immer wieder neue entstehen und alte verloren gehen. Euch, unserer Großmutter und unseren Eltern übergeben wir hiermit dieses Buch zu Weihnachten 1938. Was machst du, Zapperl, mein süßer Schnack? Arbeiten, Mutti, wie du siehst. Das ist aber fein. Da wird der Bub ein gutes Zeugnis nach Hause bringen und dann wird er glücklich sein und dann werden wir alle glücklich sein. Juhu! Gretel, liebst du mich? Na und wie? Hast du was angestellt? Beichte! Sag's lieber gleich. Du weißt, ich komme auf alles. Die Sonne hat kurze Beine. Nix habe ich angestellt. Lieb habe ich dich. Du bist mein süßer Bitzelbatzel. Sag, solltest du nicht jetzt den Pflanz haben? Ja, ich sollte ihn schon haben, aber er ist noch nicht da. Ach so, du machst jetzt die Aufgaben für ihn. Du bist aber ein Lauser und da schmierst du dich noch mit mir herum. Pfui, ich hab dich gar nicht gern. Was willst du, Zapperl? Fleischlaber? Was sonst? Und kauf dir auch eins, Mutti. Nein, nein, ich darf nicht. Hier hast du eine Krone. Schau her, Mutti, wie viel Zwiebel sie mir gegeben hat. Hier, nimm dir was. Das ist gut. Was, Mutti? Naja, aber pass auf, dass es dir nicht runterfällt, wie damals der Fisch. Fridolin wäre froh, wenn er das jetzt hätte. Der wird so etwas jetzt lange nicht bekommen. Er will in Amerika ein Selbstbedienungsrestaurant nur mit Fleischlabern eröffnen. Na, wir werden sehen, ob das klappt. Du könntest ihm die Fleischlaber schön flach drücken, er würde sie braten, ich könnte in der Küche sein und Vater müsste Geschirr spülen. Aber nein, dem Papa geben wir eine bessere Arbeit. Papa wird Direktor. Und dann kommen hohe Gäste wie Easton oder Roosevelt und Papa wird sie persönlich begrüßen. Wer ist dieser Easton? Dass du das nicht weißt, Mutti. Er ist 575 Kilometer in der Stunde gefahren. Ja, na das ist schön. Ja, leider sind die Bilder, glaube ich, nicht synchronisiert gelaufen. Doch, da gibt es eine Verzögerung. Ja, eine gewisse Verzögerung, aber macht nichts. Ja, das ist wirklich schwer, jetzt danach was zu sagen, aber ich versuche es trotzdem, weil wir haben das ja schon angesprochen, wie die Geschichte dann weiterging. Das haben wir eigentlich am Anfang schon erzählt. Ja. Leider auch eine typische Geschichte auch für diesen Raum in Mitteleuropa. Mhm. Aber ich finde, muss ich sagen, wirklich unglaublich, eben, dass nach so vielen Jahren so ein Schatz tatsächlich auch mit ans Tageslicht kommt und dann doch durch so einige Zufälle, also das, wie Sie sagen, der Colin Wells hat einen Freund in England, der tschechisch kann und den Sie wiederum kennen und dann Sie verfügen über diese Sprachkenntnisse, die da ja notwendig sind. Und es ist auch ein weiterer schöner Zufall, ist, dass die Enkeltochter des Predigers, die ist jetzt sehr gut mit Colin und mit der Familie befreundet, mit der Wells-Familie. Was auch sehr schön ist, dass nach
der Wende eigentlich, dass die beiden Familien sich wiedergefunden haben nach so vielen Jahren. Das ist auch passiert eigentlich durch einen Zufall, dass sie eine Sendung über die Welt im Radio gehört hat. Es gibt viele eigentlich schöne Zufälle, aber die Tragödie bleibt. Ja, also, aber gut, es ist auch das, woran man auch erinnern muss, erinnern will, letztlich. Und ich würde sagen, also, das ist auch, also, dass diese, wie wir jetzt gehört haben, in diesen so Dialogen da in Sankta Familia, die Familie war so modern, sie waren so wie heute, wie wir. Ja. Und das ist so eine Warnung, das kann auch wieder passieren. Das war nicht so ganz anders damals als heute. Es kann, irgendwoher kann sowas wieder kommen. Sie haben es auch nicht geahnt, dass es kommt. Ist das hier eigentlich vielleicht auch einer der Gründe, warum Sie sich das Projekt angenommen hatten? Weil es eben auch durchaus, also nicht nur eine Geschichte ist, sondern tatsächlich auch heute was auch, also für heute auch was berichten kann. Ja, ich glaube, es ist wirklich eindeutig. Und dass die Werte, die in dieser Familie verkörpert sind, wirklich in mehreren Generationen, man kann es wirklich zurück zu den Eltern von Shimon gehen, das sind gewisse Werte, die uns heute noch heilig sein sollten müssten. Das ist ein gewisser Humanismus, ein Glaube, dass die Wahrheit siegen muss, ne? Die tragische Ironie ist, dass wenn Rudolf nicht daran geglaubt hätte, dass die Wahrheit irgendwann siegen wird, dass die Demokratie einmal siegen wird, dann wäre er wahrscheinlich früher, da wären sie wahrscheinlich ausgewandert. Aber da sie immer glaubten, ja, das wird irgendwie gut sein, das kann nicht lange dauern, das kann nicht so schlimm sein. Deshalb ist die Familie geblieben. Ne? Und deshalb sind sie ums Leben gekommen. Das ist eine tragische Ironie. Wenn sie zynischer gewesen wären sie wahrscheinlich früher ausgewandert. Aber sie sind geblieben. Das ist eine Tragödie eigentlich. Trotzdem haben Sie für die Ausstellung diesen doch optimistischen Zitat des Urgroßvaters gewählt, keine Nacht so dunkel. Die ist bis Mitte Januar, wie gesagt, im Tschechischen Zentrum München zu sehen. Sie machen morgen noch zwei Führungen durch die Ausstellung. Es gibt auch einen Katalog. Also wir haben hier, das ist der tschechischsprachige und der englischsprachige, aber es gibt dort auch einen deutschsprachigen, der kann auch so, glaube ich, erworben werden. Ja. Und ich hoffe, dass die Ausstellung auch ein bisschen wandert durch Deutschland, weil sie eben deutschsprachig sind und weil sie einfach, finde ich, wirklich grandios ist. Und da wir aber jetzt auch eigentlich am Ende jetzt diese Online-Vernissage sind und normalerweise hätte man jetzt ein Gespräch mit den Gästen, man würde ein Glas trinken oder ein bisschen was Kleines essen. Das können wir nicht, aber was wir vielleicht anbieten können, wenn jemand von denjenigen, die uns zuhören, was fragen möchte, glaube ich, so eine Frage im Chat, auf YouTube, wenn jemand was schreiben möchte, könnten wir auf jeden Fall noch beantworten. Also das ist jetzt ein Angebot oder eine Herausforderung. Ja, müssen wir noch eine Minute warten. Wenn nicht, dann ja, aber es ist auch kein Problem, weil ich glaube, es waren jetzt auch so viele Informationen, die jetzt angekommen sind. Es ist eine komplizierte Geschichte. Ja. Mit vielen Schichten. Ja. Hat es vielleicht jemand von den
Enkeln, Urenkeln, hat jemand angefangen, vielleicht Tschechisch zu lernen oder so weit? Nein, aber was mich sehr gefreut habe, ich habe auf Englisch eigentlich einen so Podcast gemacht, also mit der Geschichte der Familie. Und mehrere Mitglieder der Erwerbsfamilie, der jüngeren Mitglieder der Erwerbsfamilie in England und auch in Amerika, die haben sich gemeldet und haben gesagt, dass es sie gefreut hat, wieder so etwas von der Vergangenheit der Familie zu entdecken. Aber eine Sache ist auch ein bisschen so traurig. Also zum Beispiel der Colin, der hat noch heute also das Gefühl, dass er von seiner Vergangenheit, von der Vergangenheit seiner Familie irgendwie getrennt ist. Dass es immer noch eine Barriere gibt. Weil diese Zerstörung, diese Vernichtung so absolut war. Und der musste irgendwie einen Weg wiederfinden. Aber er sagt immer, ich lese diese Erinnerungen von meinem Urgroßvater, aber es ist nicht meine Geschichte. Und das ist auch, vielleicht ist es immer ein bisschen so mit der Vergangenheit, aber es ist besonders traurig, also in diesem Fall, dass es abgebrochen wurde. Ich habe die Tochter von Lenka Reinerowa, die ja eigentlich eine sehr ähnliche Familiengeschichte hat, hat ein Buch, unlängst herausgebracht, Lenka, also eben über sie und ihre Mutter. Und das, was mir da auch, also so plötzlich auch so nahe ging, weil das ist wirklich etwas für, also schwer vorstellbar, ist dieses Fehlen der Familie. Ja. Also das ist eben hier, also in diesem Buch, wo Sancta Familia steht und wo man am Anfang irgendwie auch dieses sehr schöne Sonnenbild hat mit dem Wort Familie in allen Sprachen geschrieben und dann eben was dann nicht mehr da ist. Ja, und ich glaube, damit kann man letztlich auch wirklich nicht so richtig fertig werden. Nee, auch nicht. Das ist, also nur Thomas hat überlebt. Nur Thomas. Und die Aussage von der weiteren Familie, also ich habe auch nicht von zum Beispiel die Schwester von Rudolf, die wurde auch ermordet. Ihre Tochter auch. Er war mit 19. Und das, was auch sehr traurig ist, dass der Bruder von Rudolf, Otto, dem ist es gelungen zu fliehen nach London. Und ungefähr ein paar Monate, so 5 Monate nach Kriegsende, ist er auf seinem Fahrrad von einem Auto überfahren worden. Und der ist 1945 gestorben. Und ja, so in sein Schicksal eigentlich. Aber die Familie von Ida Wels, von der Frau von Rudolf, sie hatte mehrere Geschwister. Wir haben da, wie Sie gesehen haben, auf diesem Foto in dem Egerländer Tracht. Und die meisten haben auch überlebt. Und die leben eigentlich in verschiedenen Ländern, hauptsächlich in den Vereinigten Staaten. Und der Familie geht es wirklich gut. Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Und ganz verschiedene Sachen haben sie gemacht. Der eine war Chefdirigent zum Beispiel der Metropolitan Opera in New York. Das ist eine unglaubliche Familie. Ja. So, ich schaue mal. Also, wenn es keine Fragen gibt, dann ist es aber, glaube ich, auch eine Aussage, die man wirklich so stehen lassen kann. Eine unglaubliche Familie, eine unglaublich interessante Geschichte, eine sehr schöne Ausstellung. Und vielen Dank. Vielen Dank auch, dass die Ausstellung
dass sich die Ausstellung überhaupt hier befindet. Das ist wunderbar. Ja, das finde ich auch. Es ist vielleicht auch so ein kleines Wunder, und dass Sie sich auch hier befinden. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es wird noch weitergehen. Und hoffentlich. Und auch nach Wien, das wäre auch etwas. Und nach London. Wir haben auch eine englische Version. Ja, also, es gibt gute Pläne. Ja, also. Ja. Vielen Dank. Danke auch und einen schönen Abend noch. Tschüss.